Hallo Leute, willkommen hier mitten aus der Natur und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute, wie angekündigt, das Video, was ich in meinem Rucksack drin habe. Kurz zum Verständnis, ich war jetzt von Freitag bis heute Sonntag auf einer Trekkingtour, bin frisch wieder zurückgekommen. Die ganzen Sachen sind also jetzt schon 3 Tage verwendet worden von diesem Rucksack. Ich werde jetzt den Rucksack auspacken und genau erklären, was ich dabei habe und wie ich es verwendet habe. Und anschließend daran werde ich dann den Rucksack wieder einpacken und dir dann genau zeigen, wie ich eben meinen Rucksack packe. Ja, dann würde ich sagen, los geht's! So, jetzt habe ich alles hier ausgebreitet und sage dir, was in diesem Bundeswehrkampfrucksack alles drin war. Und zwar habe ich die Sachen nach der Wichtigkeit der Bedürfnisse ausgebreitet. Und zwar als allererstes kommt Shelter. Hier mein British Army Shelter Sheet. Das ist eine große Plane mit Schlaufen und Ösen. Gibt ein gutes Shelter ab. Hier noch habe ich als zweites dabei ein kleines Bascha. Das ist auch so eine kleine, leichte Regenplane. Die passt super in diese kleine Tasche hier rein. Eignet sich auch zwischendurch, während man das große Tarp aufbaut, zum Abdecken der Ausrüstung. Ein sehr vielzweckmäßiges, schönes, kleines, leichtes Bascha. Heringe, Zeltstangen. Hier in dem Sack ist Paracord-Schnur. Hier hatte ich meine Ticket to the Moon Hängematte dabei, denn ich habe mir ein Hammock, ein Hängematten-Shelter gebaut. Ah, das war so bequem da drin, aber ich habe dennoch gefroren wie ein Schneider die letzten 3 Tage hier auf dieser Trekkingtour. Und hier Seile zum Abspannen dieser schönen Hängematte. Ich habe sie auch ein bisschen in Tarn gekauft. Dann den leichten Sommerschlafsack, der jetzt zu leicht war. Und hier meine Fließdecke, die kann man auch mit einem Reißverschluss zusammen machen, so wie zu einer Art Schlafsack, und gibt dann ein Inlet für diesen Schlafsack. Aber ja, die Zeit ist jetzt vorbei. Ich werde jetzt auf einen größeren Schlafsack wieder umrüsten. Dann Wasser als nächstes Bedürfnis. Hier mein Katadyn Wasserfilter Pocket. Ein ausgezeichnetes Teil, ist also Schweizer Markenqualität. Und gerade wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs bin und viel Wasser brauche, dann habe ich den hier dabei. Ansonsten habe ich auch den Sawyer Wasserfilter. Der ist auch super, wenn ich solo unterwegs bin. Aber jetzt nehme ich dann doch den her, das geht schneller. Allerdings habe ich von Sawyer diese Beutel hier, diese Wasserbeutel, die sind erstklassig. Da fülle ich dann von dem Filter das Wasser da rein. Und wenn die Beutel leer sind, so wie am Anfang, wenn ich weiß, wir machen jetzt eine größere Strecke, laufen die, dann fülle ich nur einen Beutel zum Beispiel und lasse die anderen leer. Einfach um Gewicht zu sparen, und fülle die dann später auf. Also sie haben ein sehr schönes, geringes Packmaß, sind tipptopp. Hier meine Clean Canteen Wasserkanne hier drin in einem Becher, passt wunderbar hier rein. Und der Vorteil ist, man kann diese Flasche hier auch als Wärmflasche verwenden. Ja, als nächstes Werkzeug, Messer, hier Schweizer Taschenmesser mit großer Klinge, Säge, verschiedenen Werkzeugen. Ganz wichtig hier oben, die Pinzette kann man immer mal brauchen. Dann ein Mora, ein ganz einfaches Mora. Ich werde jetzt in kommenden Videos noch schöne andere Moras, auch das Black Bushcraft oder Bushcraft Black, wie es heißt, vorstellen. Das hat es jetzt hier getan, ist auch sehr leicht, deswegen hatte ich es dabei. Zundermaterialien zum Feuermachen. Hier einen Fire Steel. In dieser Tüte war Zunder drin, Birkenrinde, trockenes Gras. Ist natürlich jetzt leer. Dann hier noch Kienspan, habe ich immer dabei. Gerade bei Nässe ist das, also das, um Feuer anzumachen. Kienspan möchte ich nicht mehr verzichten. Ist mein Lieblingszunder geworden. Ist also erstklassiger Kienspan. Dann hier Klamotten. Ein Wollunterhemd aus Wolle. Das wärmt mich nachts und ist tipptopp langärmlich. Eine Fleece-Pullover. Der ist super, wenn er auch mal feucht wird. Trocknet schnell ab und gibt mir auch Wärme, weil er hier so ein schönes Flanell hat. Die Wäsche transportiere ich hier in einer Tüte, damit sie schön trocken bleibt, und achte auch immer darauf, dass meine Wechselwäsche trocken ist. Was hier drin ist im Rucksack an Wechselwäsche, muss trocken sein. Es darf nie vorkommen, dass alle Klamotten nass sind. Da muss ich die trocknen, sonst werde ich ruckizucki krank. Hier mein Poncho, wenn es regnet. Bundeswehr-Poncho mit Kapuze. Und dann noch eine Schirmmütze. Hat den Vorteil, ich kann die Kapuze des Ponchos hier drüber stülpen. Habe ich keine Schirmmütze, hängt mir die ganze Zeit die Poncho-Kapuze im Gesicht. Und das kann ich mit dem Käppi hier einfach verhindern. Oder es dient auch als Regenschutz, Sonnenschutz. Tipptopp. Ich werde mir aber demnächst noch einen Boonie holen, in Flecktarn. Werde ich euch dann zeigen.
So, zur Verpflegung. Hier in dem Stoffbeutel ist meine Verpflegung drin gewesen. Ich verpacke das gerne in diesen Gefrier-Allzweckbeutel. Die kann ich mehrmals verwenden, sind super. Hier war jetzt Tee zum Beispiel drin. Dann gibt es hier so schönes Dressing, wenn wir draußen Wildkräuter essen. Ich nehme noch bitte gern ein paar Tomaten, Zwiebeln mit. Sammeln dann draußen Wildkräuter. Dann kann man das hier mit dem Dressing dann doch schön marinieren. Schmeckt etwas besser und die Kräuter kommen auch so gut an. Dann nehme ich gern von Maggi oder Knorr diese Tüten, weil sie eben leicht sind. Und diese Trekking-Nahrung, die gibt es auch in Beuteln, die ist mir einfach zu groß und schmeckt mir nicht so gut. Und ich gehe einfach zum Supermarkt um die Ecke und hole mir das hier. Das ist wie Trekking-Nahrung in meinen Augen. Ich werde immer satt von den Dingern, die schmecken super. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Habe ich mal was Neues mitgenommen, Uncle Ben's Reis Express, Basmati-Reis mit Curry. Und man kann ja auch immer was dazufügen da, was man so draußen findet. Zum Beispiel Pilze. Ich habe auch diesmal eine Waldpilzsuppe dabei gehabt. Wir haben viele Pilze gesammelt und dann mache ich so eine schöne, leckere Pilzsuppe. Einfach die Suppe aufkochen und die frischen Pilze rein. Ah, ein Gedicht. Butter habe ich immer dabei, weil wir frittierte Brennnesseln draußen machen und auch aufs Brot. Ich habe immer ein Laib Brot dabei. Esse ich gern mit Butter. Hier ist Zucker und Kaffee drin. Mein Löffel, was Frisches, hier ein Apfel. Der Trangia-Kocher mit Spiritus. Der Spiritus kommt hier in dieses extra Fläschle, gehört nicht mir. Habe ich vom Busch Sunny ausgeliehen bekommen, ist ein super Teil, super praktisch und sicher. Man kann hier oben schön den Spiritus dann hier reinfüllen. Ja, und es hat auch ein kleines Pfännle, dieser ganze Kocher. Und das Schöne bei dem Kocher, passt wunderbar zusammen, hat ein kleines Packmaß, ist leicht. Nachteil, es ist Aluminium. Ich bin da immer noch auf der Suche nach was Neuen, habe da schon mehrere Sachen im Auge. Dank euch, weil ihr mir so schöne Kommentare schreibt, Tipps und Hinweise gebt. Und da werde ich mir noch was Alternativen holen aus Edelstahl. Ganz, ganz wichtig, Erste-Hilfe-Set hier, mein kleines zusammengestelltes mit einem kleinen Schweizer, auch wieder Pinzette drin hier, Desinfektionsspray. Aber das stellt sich jeder individuell zusammen. Eine Rettungsdecke, Zahnbürste, Teebaumöl, damit putze ich mir die Zähne. Ja, hier unten drunter habe ich die faltbare Baby-Isomatte. Auf dieser Isomatte schlafe ich. Ja, soweit zur Ausrüstung und jetzt möchte ich dir zeigen, wie ich persönlich den Rucksack packe. Jeder macht es ein wenig anders. Grundsätzlich achte ich darauf, dass die schweren Sachen möglichst unten sind, soweit es geht. Oder in den Seitentaschen eben, dass das Gewicht auch verteilt ist. Nicht, dass auf einer Seite ganz schwer alles ist und auf der anderen Seite leicht. Dann hängt der Rucksack ein bisschen schief. Das Gewicht soll also schön auf beiden Schultern verteilt sein. Darum geht's. Gut, also gucken wir mal. Um dem Rucksack die nötige Stabilität zu geben, packe ich in die hintere kleine extra dafür vorgesehene Tasche diese Faltmatte hinein. Und dann hat der Rucksack sozusagen ein Rückenteil bekommen, denn er hat kein eigenständiges Gerüst hier hinten und wäre so schlapprig. Grundsätzlich stecke ich die Matte so in jeden Rucksack hinein. Jetzt kommt diese Fließdecke hier ganz unten hinein. Unten ist sozusagen so eine Art Kleiderfach, denn hier kann ich nochmal extra mit einem Reißverschluss das hier öffnen und hat da schnellen Zugriff und ich stopfe hier unten einfach als Boden diese Decke rein, den Schlafsack hinein, das Baschatarp, die Hängematte und versuche hier unten schön zu stopfen, damit der hier unten sich auch gut füllt und kein luftleerer Raum entsteht, denn sonst knickt er wieder zusammen. Der muss gestopft werden, der Rucksack, dass er schön prall und fest ist. Dann mein Bascha, kleine Mehrzweckplane, um alles mal abdecken zu können. Jetzt die Seile für die Hängematte, meine Wechselklamotten. Je nach Wetterlage mache ich den Poncho auch ziemlich in die Mitte oder ganz unten rein. Wenn es regnet, mache ich den natürlich ganz nach oben, um ihn schnell griffbereit zu haben. Wie du sehen kannst, ist hier immer noch reichlich Platz im Rucksack. Hier ist auch noch so eine schöne Schürze hier oben, also man kann hier viel, viel reinstopfen. Jetzt kommt hier die Verpflegung hinein. Natürlich war der Sack am Anfang, der Verpflegungssack, noch etwas voller. Und ich habe immer noch Raum hier drin. Komme aber nun jetzt zu den Seitentaschen. In die eine Seitentasche mein Wasserfilter-Set, Katadyn Wasserfilter aus der Schweiz. Dann schaue ich, dass hier noch diese Behältnisse reinpassen, diese Beutel. So zwei Stück ungefähr noch. So. Das Schöne an dieser Tasche ist, es kann etwas rausstehen, ich kann es hier überstülpen und ist auch ja klasse, wasserdicht, wasserabweisend. Also hier ist eine Gummierung und ich bin sehr zufrieden mit meinem Rucksack.
In die andere Seitentasche mache ich diese Tasse hinein und stelle dann in die Tasse die Clean Canteen Flasche hinein. So, schließe den Deckel und habe hier immer mein Wasser. Da jetzt auf der linken Seite mehr Gewicht ist, versuche ich noch ein wenig hier auszugleichen. Auf der rechten Seite stopfe mein Spiritus hier rein, stelle meinen Kocher noch hier oben rein. Die Heringe haben auch noch etwas Gewicht, die kann ich auch noch hier wunderbar reinschieben. So, meine Arbeitshandschuhe oben drauf, die Schnur, somit wäre das Hauptfach schon mal soweit gefüllt. Schließe das hier, hier auch, schließe den Deckel. Hier oben in die Deckeltasche kommt mein Erste-Hilfe-Set, damit ich da schnellen Zugriff habe. Stopfe das so weit wie möglich hier rein. Rettungsdecke, Zahnbürste, Teebaumöl und meine Warnweste, um schnell auf mich aufmerksam machen zu können oder wenn ich abends an der Straßenseite laufe, damit die Autos mich sehen. Zieh das hier zu. So, dann habe ich vorhin vergessen, hier ist auch noch so eine Tasche. Hier habe ich meine Trockenfrüchte drin und alles, was ich so nebenher esse, um mich zu stärken, habe ich hier oben drin. Auch mal ein paar Teebeutelchen, um mir schnell einen Tee kochen zu können. Gut. Ja, die Mütze würde auch noch reingestopft passen oder gleich auf den Kopf. Dann habe ich ja noch dieses Messer, das trage ich am Gürtel oder auch teilweise mal im Rucksack. Den Kienspan kann ich auch noch locker in eine Seitentasche hineinstecken. Für den Firesteel und den Zunder hat es hier vorne noch eine Tasche. Da kann ich das gut reinstecken. Oder ich stecke es einfach in die Seitentasche meiner Hose. Das Schweizer Messer stecke ich auf jeden Fall hier in meine Hosentasche hinein. Ja, jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, was dieser Rucksack so wiegt. Zu dem Thema muss ich sagen, ich wiege meine Sachen nie, meinen Rucksack, weil ich immer nach Lust und Laune packe. Mal möchte ich leicht unterwegs sein oder ja, ich nehme das mit, was ich brauche. Manchmal nehme ich auch meine Zeltbahn mit, auch wenn die etwas schwerer ist und aus Stoff. Ich bin momentan so fit und kann so gut laufen, dass das Gewicht für mich nicht so eine große Rolle spielt. Ich achte auf gewisse Dinge, aber ja, ich nehme das mit, was ich draußen habe, was ich mal draußen verwenden möchte, mal schwerer, mal leichter. Aber grundsätzlich gesagt ist der Rucksack ja in meinen Augen der hier sehr leicht. Er ist auch sehr klein, wie du sehen kannst. Also ist kein riesen Trekking-Rucksack und ja, im Winter wird er bestimmt größer. Allerdings auch nicht viel größer. Ich könnte den auch super verwenden, weil Schlafsack lässt sich hier oben drauf spannen. Eine Isomatte kann auch unten dran befestigt werden. Also der Rucksack ist eigentlich für mich sommers wie winters ideal die Größe. Und ja, im Winter gibt es dann, oder Herbst, Winter, ein Update auf jeden Fall, wenn ich dann stärkeres Material, größere Ausrüstung mit rausnehme für Kälte, werde ich dich auf dem Laufenden halten. Gut, soweit zum Video. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar wichtige Infos mitteilen, dir ein paar Anregungen geben und dir weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, Kritik oder Kommentare, irgendwas dazu sagen möchtest, dann schreib mir einfach. Neue Abonnenten sind herzlich willkommen, Leute. Schickt mir eure Themenanfragen. Ich gehe darauf ein, damit ich weiß, was ihr wissen möchtet, was interessant für euch ist. In dem Sinne, viel Freude in der Natur. Passt auf euch auf. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssle. Und hier draußen trinke ich gerne einen waschechten Cowboy-Kaffee. Einfach Kaffeepulver in die Tasse geben mit kochendem Wasser. Einmal aufkochen lassen. Und dann gebe ich einen